Sei gegrüßt, lieber YouTube-User. Sven ist wieder hier, um Lufia 2 weiterzuspielen. Wir sind immer noch in der Seehöhle, aber wir sind hier schon so gut wie fertig. Wir erinnern uns, wir haben den Schlüssel gefunden und den Jaguar-Ring. Und ja, jetzt können wir auch gleich schon zum Boss-Fight übergehen. Dazu müssen wir aber noch die Tür zu ihm öffnen. Wir erinnern uns, wir mussten da auf seinem Schalter landen. Ja, wo soll ich jetzt drauf treten, fragt man sich. Trial and Error bleibt da nur zu sagen, für alle, die es nicht wissen, aber Gott sei Dank weiß ich ja, in welches Loch ich fallen muss. Zack, und schon ist die Tür offen. Was haben wir hier noch, fragt ihr euch. Hier können wir abspeichern. Wow. Okay. Scheiß Lex. So, dann hätten wir das auch. Der Adler will uns wohl nicht unbeschadet da zum Boss gehen lassen. Dann kümmern wir uns mal um ihn. So. Hier haben wir noch ein Rätsel zu lösen, bevor es zum Boss geht. Aber kein allzu schwieriges, wie ich finde. Das ist nichts im im Vergleich zum schwersten Spiel der Welt. Aber dazu später mehr. So, das hätten wir dann. Hier haben wir noch einen Gegner, aber den können wir ignorieren. Safe State. Ich heile mich noch kurz, bevor es in den Kampf geht. Ach ja, da sehen wir den Tropfenzauber, den können wir gleich mal anwenden. So, was verursacht denn jetzt die Beben? Es ist tatsächlich ein riesiger Fisch, wie es dieser alte Oppi gesagt hat. Gut, bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Und er lässt die Erde beben. Und das, indem er da einen Planscher macht. Platscher? Wie heißt nochmal diese Attacke von Carpador aus Pokémon? Ah, weiß ich jetzt nicht mehr. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst. Aber das glaube ich nicht. Warum nicht? Bist doch nur ein Fisch, ey. Ich stehe in der Nahrungskette eindeutig über dir. So. Wir können jetzt hier zum Beispiel mal den Speedy benutzen. Und unsere Bewegung erhöhen. Die Bewegung erhöht sich um 8. Unsere Zornpunkte haben um gefühlte 15% oder so abgenommen. Aber jetzt sind es wieder voll, weil er einen Schock benutzt. Ja, Schock, einer der Blitzzauber. Der erste. Dann heilen wir uns dafür auch wieder hoch. Und wir haben auch genug Mana-Punkte, um mal einen Tropfenzauber hier rauszuhauen. Mach ihn nass! Haha. Wow, wie schlecht. Ich glaube, als Fisch, der im Wasser lebt, ist es nur allzu logisch, dass er davon nicht allzu viel Schaden nimmt. Gut, dann bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als drauf zu kloppen. Ja, Megabeben, seine Spezialattacke. Ja, man muss aufpassen, zum Beispiel jetzt, wenn ich nur noch 34 Kraftpunkte habe, wenn ich jetzt angegriffen hätte und er einen Schock rausgehauen hätte, wäre ich tot. Also, immer so ab, wenn man nur noch 40 KP hat, sich hochheilen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich meine, wo lebt er eigentlich? In so einer dummen Höhle, in so einem dummen Tümpel und verursacht da Beben, weil ihm langweilig ist. Also, ich glaube, das würde ich auch machen. Stellt euch vor, ihr werdet so ein intelligenter Fisch und könnt ihr nicht raus und seid auf ewig verdammt hier in diesem Tümpel zu Hause oder in diesem See. Größtenteils. Ich meine, wer würde da nicht fast vor Langeweile sterben? Aber wir als Held können natürlich nicht zulassen, dass er die Erde beben lässt. Deswegen werden ihn wen tapfer bekämpfen. Ja. Also, der ist auch für den Anfang relativ zäh, muss man sagen. Also, da kann man sich schon mal ein bisschen die Zähne ausbeißen, aber da ist er besiegt. Er gibt 500 Erfahrungen, 500 Goldmünzen. Ja,
Und dafür sind wir auch eine Stufe aufgestiegen. Danke. Autsch, aufhören. Ich gebe auf, es wird keine Erdbeben mehr geben. Versprochen. Ich werde im See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Ja. Leg dich lieber schlafen. So. Ja. Jetzt hat er mir leider nicht das gegeben, was ich mir erhofft hatte. Nämlich, wenn man großes Glück besitzt, lässt er so ein Juwel droppen und damit, das können wir dann ausrüsten und damit können wir dann auch diesen Megabeben-Zauber haben. Und, da ich diesen Zauber unbedingt, oder das Juwel unbedingt haben möchte, ich zeige euch mal, wie man hier rauskommt, so. Also, falls ihr da stecken bleibt, so kommt ihr wieder raus. Ja, aber da ich diesen, Entschuldigung, Megabeben-Zauber unbedingt haben möchte, werde ich an dieser Stelle, eben eine Pause einlegen und ihn wohl oder übel so lange in die Fresse hauen müssen, bis er mir irgendwann das Juwel gibt. Also, dann bis gleich, hoffe ich mal. So Leute, da bin ich wieder und nach gefühlten 6, 7 Versuchen, ist es endlich soweit. Wir besiegen ihn und erhalten das Satyr-Juwel. Und wie ihr seht, wurde ich jetzt nochmal aufgestuft, ja ist klar, aber bei jedem Stufenaufstieg verteilen sich die Attributwerte anders. Also ich glaube, letztens ist unsere Bewegung irgendwie noch gestiegen, diesmal steigt unsere Stärke. Also theoretisch könnte man da irgendwie so lange laden, abspeichern, speichern, laden, bis man irgendwie perfekte Attributwerterhöhung hat, aber das bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Gut, das hatten wir alles. So, und wir betrachten unseren neuen Schatz hier, das Satyr-Juwel. Der erhöht sogar unseren Mut um 20 und unsere Magieabwehr um 20. Löst ein schweres Erdbeben aus. Megabeben, ein starkes Beben, das den Gegner zu schaffen macht. Ja, es greift alle Gegner an. Für den Anfang recht stark, später dann, nicht mehr so. So. Damit hätten wir diesen Dungeon auch geschafft. Und wir können als gefeierter Held hoffentlich in die Stadt zurückkehren und ja. Waschbrett, ey. Wieso hinterlassen die solche nutzlosen Gegenstände? Die kann man eigentlich nur in die Tonne kloppen. Ja. Tarika. Ich dachte, du wärst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass du zur Seehöhle gegangen seist. Eine junge Frau? Hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie war sehr hübsch. Was? Eine hübsche Frau sucht nach mir? Handelt es sich hier etwa um Iris? Weil, wenn es Iris wäre, dann würdest du sie normalerweise so einrichten, dass sie mir über den Weg läuft. Um wen kann es sich also hier handeln? Naja, auf jeden Fall wittere ich schon. Ja, ihr wisst schon. Ah! Ach, es ist nur Tier. Sven! Ah, ja, jetzt können wir gleich mal unser Megabeben einsetzen. Kostet auch nur sehr wenig Zornpunkte. 10% oder so. Ach, kein Problem für mich. Und du schaust also noch nicht mal gegen solche Schwächlinge. Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Ich hatte Angst, du willst fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht bildet eine Macht, die Welt zerstören könnte. So hat man es mir erzählt. Welt zerstören? Das glaube ich eigentlich. Das kann ich nicht glauben. Das ist aber so. Die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und man muss ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber
Ist es dir denn nicht auch schon aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen, ohne diese Kunst hier erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Sven? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tia. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tia, lauf hier nicht so herum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Tia! Gut, sparen wir uns diesen Kampf fürs nächste Video auf. Ich musste nämlich auch leider schon aufhören. Nicht, dass ich wieder überziehe. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann wissen wir auch, wie es mit Tia weitergeht. Also, bis dann, euer Sven.